Als Beispiel gucken wir uns jetzt diese Gleichung hier an und fragen uns, können wir die in der Nähe dieses Punktes hier nach y auflösen? Das heißt, in der Sprache von gerade eben ist das jetzt ein x, ein y, eine Gleichung, also n gleich m gleich 1. Als erstes gucken wir mal, wenn wir für x wirklich 0 einsetzen und für y minus 1, ob das dann die Gleichung löst. Aber das sehen wir durch Einsetzen. Der Sinus wird 0, die e-Funktion wird 1 und das y-Quadrat ist auch 1. Das heißt, das passt dann. Und in dem Fall hier kriegen wir das explizit hin mit dem Auflösen. Da müssen wir eine Wurzel ziehen und vielleicht auf das Vorzeichen aufpassen. Also, wenn wir die Gleichung da oben umstellen, bringen wir das y-Quadrat auf die andere Seite, ziehen die Wurzel, dann sehen wir y ist die Wurzel aus Sinus Quadrat x plus e hoch x. Und weil wir an der Stelle x gleich 0 ja den Wert y gleich minus 1 haben möchten, müssen wir hier die negative Wurzel wählen. Also das hier ist jetzt diese Funktion klein f von x, die uns sagt, wie ändert sich das y, wenn sich das x ändert. Hier haben wir das explizit bekommen. Jetzt können wir da noch ein bisschen weitermachen und vielleicht die Ableitung ausrechnen. Also was ist die Ableitung von dem kleinen f? Wenn wir so eine Wurzel ableiten, dann kommt zunächst mal ein 1/2 runter, dann geht die Wurzel in den Nenner. Also ganzer Ausdruck, Wurzel aus Sinus Quadrat plus e-Funktion im Nenner. Und dann brauchen wir als innere Ableitung da oben ein 2 Sinus x Cosinus x plus e hoch x. Und jetzt gucken wir uns noch ganz konkret an die Ableitung an der Stelle 0. 0 ist diese Stelle hier, wo wir schon eine Lösung hatten. Ja, die Ableitung an der Stelle 0, das ist jetzt, wenn wir x gleich 0 setzen, sind die Sinusterme hier weg. Das hier ist eine 1, das hier unten ist auch eine 1. Also der ganze große Bruch hier hinten ist eine 1. Das heißt, es bleibt nur ein minus 1/2 übrig. Gut. Jetzt überlegen wir uns, was wäre, wenn wir das nicht explizit könnten. Also wir gehen nochmal zurück, vergessen diese Funktion klein f, die wir hier gerade bestimmt haben, und machen das Ganze nochmal, ohne explizit aufzulösen. Kriegen wir da auch diese Information aus der Gleichung rausgekitzelt. Nehmen wir die Gleichung nochmal her. Kopiere sie gerade und schreibe sie hier hin. Und jetzt leiten wir mal die ganze Gleichung einfach nach x ab. Dann steht hier zweimal Sinus x, innere Ableitung Cosinus x. Ach so, ha, nicht einfach die ganze Gleichung, sondern ich muss mir vorher überlegen. Also angenommen, es gibt so ein f, f von x, was mir sagt, was das y ist. Also hier statt y Quadrat schreibe ich jetzt f von x ins Quadrat. Das ist die Funktion klein f, die ich oben zwar explizit bestimmt habe, aber wo ich jetzt so tue, als ob ich die noch nicht kenne. Und jetzt leite ich diese Gleichung hier, leite ich die einmal nach x ab. Dann habe ich hier also den ersten Term, dann kommt ein minus 2 f von x mal f' von x plus e hoch x gleich 0. Und das kann ich jetzt wunderbar nach f' auflösen. Also was ist f' von x? Da geht ein bisschen was auf die andere Seite. Dann habe ich hier noch den 2 Sinus x mal Cosinus x Term plus die e-Funktion. Das Ganze dividiert durch 2 mal f von x. Das unbekannte f von x steckt noch drin. Und jetzt, wie kriege ich da vielleicht f' an der Stelle 0? Ja, das war ja die Stelle, die uns interessiert. Vielleicht kopieren wir das von hier oben auch gerade nochmal. Also, wo sind wir? Hier. Das ist das, wo uns das Ganze hier interessiert. Also f' an der Stelle 0. Das wäre jetzt, der Sinus ist 0, die e-Funktion ist 1. Dann bleibt im Nenner bleibt zweimal f an der Stelle 0. Aber f an der Stelle 0 ist minus 1. Das heißt, wir finden heraus, dass f' an der Stelle 0, die Ableitung unserer unbekannten Funktion an dieser Stelle hier, dass das minus 1/2 ist, ohne jemals, so wie oben, ja, minus 1/2 stimmt, hatten wir hier auch, ohne jemals diese Wurzelfunktion hier wirklich explizit
zu bestimmen.